Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part des Let's Plays The Witcher 3 Wild Hunt. Heute machen wir geschmeidig weiter. Aha. Da bin ich auch schon mal raus, weil ich wissen wollte, was da denn so abgeht. Aber wir müssen jetzt hier lang, ganz episch, einfach mal jemanden retten aus dem Kochtopf oder so. Aber wer es denn ist, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, etwas kocht. Kocht ihr da was? Ja, kochen. Hey, du da! Hilf mir! Nimm das Wasser mit Eis! Schnauze! Geht man so mit seinen Gästen um? Nein, wir bekommen Mensch von mir Hilfe. Ich Rätsel lösen. Nee. Na schön, spielen wir um ihn und du und ich. Okay. Du magst Rätsel? Spielen wir doch um ihn. Gewinne ich, nehme ich ihn mit. Verliere ich, springe ich zu ihm in den Topf. Das gut, gut. Gut! Nicht blubbern! Nicht blubbern! Rätsel! Viel essen, viel trinken! Groß er ist! Schritt groß, Schlag groß! Ein Troll? Ein Troll, natürlich. Gut, Troll! Jetzt du fangen! Ich bin leicht wie eine Feder, aber nicht mal ein Troll kann mich lange halten. Gewonnen! Pipi? Rätsel schwer! Mensch, tricksen! Ich hab fair gewonnen. Ja. Rätsel dumm. Feder. Troll nicht halten. Nicht Pipi. Das ist doch nicht damit gemeint gewesen, du Vollpfosten. Hey. Kannst du gehen? Ja, ich schaff's schon. Verschwinden wir von hier. Wer bist du eigentlich? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Alles in Ordnung? Ich gehe nie mehr in eine Sauna, aber sonst geht's mir gut. Du hast mich gerettet. Wie kann ich dir danken? Sag mir, was du weißt. Danke mir mit einer Geschichte. Was machst du hier auf Unvik? Bin mit Chalma an Kret gekommen, um den Eisriesen zu töten. Wollten ihn den Kopf kürzer machen, die Insel zurückerobern und dann im Ruhm baden. Aber... Ist was schiefgelaufen? Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Wenn sie überhaupt noch leben. Wer ist Chalma? Die Expedition. Erzähl mir davon. Hat angefangen wie in den besten Balladen. Mit einem deftigen Sturm. Hat unsere Segel zerfetzt. Haben schließlich das Ufer gesehen. Aber dann haben Sirenen angegriffen. Als hätten sie drauf gewartet. Aber wir hätten sicher irgendwie geschafft. Wenn der verfluchte Steuermann nicht gewesen wäre. Verfluchter Steuermann. Hat der Steuermann einen Fehler gemacht? Nein, seine Mama hat ihn mit dem Arsch vorangeboren, den Idioten. Hat Geschichten über die Sirenen gehört und sich vor Angst Wachs in die Ohren gestopft. Konnte unsere Warnungen nicht hören. So ein Vollpfosten. Hat uns direkt auf die Felsen gesteuert. Ah. Ein paar Männer verloren. Mussten die Verletzten auf Trümmer ziehen. Und die Sirenen waren ständig in der Nähe. Chalma hat die ganze Zeit sein Horn geblasen. Ja. Aber wir waren zu nah am Berg. Und dann hat sich eine Lawine gelöst. War wohl nicht euer Glückstag. Was ist dann passiert? Wir haben den Idioten in dem Schiff gefunden und am Wachturm ein Lager aufgeschlagen. Alles schien sich zu beruhigen. Okay. Wie bist du von den anderen getrennt worden? Hab Nachtwache gehalten.
und gesehen, wie Egner von Farö Chalmas Hornwalhorn gestohlen hat, mit dem man die Sirenen vertreiben kann. Der Kerl ist davongeschlichen und ich bin ihm nach. Keine Ahnung, was in diesen Idioten gefahren ist. Hab Chalma gewarnt, dass er ihn nicht mitnehmen soll. Mindestens 1000 Mal. Und? Hast du ihn eingeholt? Ja, in dieser Höhle. Der Bastard hat so laut geschrien, dass er die Trolle angelockt hat. Dachte schon, die Biester fressen mich gleich auf. Haben mich aber nur in eine Marinade getunkt. Meinten, ich wäre heute reif. Wäre mein sicheres Ende gewesen ohne dich. Ja, hatte ich doch einen richtigen Riecher. Hast du eine Idee, wo Chalma den Riesen vermutet haben könnte? Wir haben erfahren, wo er haust. In den Höhlen oberhalb des Dorfs. Chalma hat entschieden, dass wir am besten über den See fahren. Vigi, der Spinner, hat steif und fest behauptet, er wüsste einen besseren Weg. Durch die Minen. Aber keiner von uns wollte in eine Monstergrube steigen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich wissen muss. Mach's gut. Warte, ich komm mit. Zum Glück haben die Trolle meinen Bogen nicht als Anmachholz benutzt. Cool. Dann bekommen wir noch einen Verbündeten. Irgendwie. Ist er dauerhaft oder verpisst er sich wieder? Gut, gehen wir. Wow, ey, der hätte die gleiche Frisur jetzt wie ich. Hätte ich mich nicht umgestylt. Der Typ. Kann man dich jetzt auch noch anreden? Kennst du dich auf der Insel aus? Ich war noch nie hier. Sagen wir, ich habe den Clan Tordaroch nie sehr gemocht. Um ehrlich zu sein, wird er von niemandem auf Arz Kellig wirklich gemocht. Gibt es einen Clan, mit dem sich die Arzgelliger verstehen? Nun, bestimmt nicht mit den Brockwar-Feiglingen. Sie werden es nicht zugeben, aber vor 100 Jahren hat sich ihr Jarl vom Schlachtfeld zurückgezogen, nur weil der Gegner in Überzahl war. Und die Färöer sind alles Betrüger und Diebe, das weiß jedes Kind. Die Tyrsech von Arzkellig haben sich schon immer zu wichtig genommen. Aber der Clan von Lugos dem Irren, der ist in Ordnung. Komisch, okay. Ich dachte, das wären eure ärgsten Feinde. Sind sie auch. Aber wir können die anderen Clans einfach nicht respektieren. Na toll. Du sagst, Arzgelliger mögen die Leute von Undwig nicht. Aber ihr habt ihnen nach dem Angriff des Riesen geholfen. Wenn du einen Ertrinkenden im Sturm rettest, fragst du doch nicht vorher, woher er kommt. Mag sein, aber deine Leute haben ihnen Unterkunft gewährt. Und ihr seid hier, um den Riesen zu töten. Aber natürlich. Undwig zurückzugewinnen ist der beste Weg, diese Leute von Arzgellig loszuwerden. Okay. Lass uns gehen. Hui, also auf jeden Fall nice Sache. Ich weiß ja nicht, inwiefern du mitrennst. Aber du musst den Port mit überstehen, ansonsten tut's mir leid für dich. Dann gehe ich ohne dich. Dann musst du leider ohne mich also vom Dann ziehen. Da wäre die Höhle. Warum ich hier jetzt keine Höhle oder so aufgedeckt habe, keine Ahnung, aber sei es drum. Sonst muss ich dich wahrscheinlich wiederholen. Du Kotzkopf. Oder, na, ja, ich will noch nicht so. Ich kann ihn noch nicht Kotzkopf sagen, wenn er noch nicht. Doch, er kommt mit. Cool. Ich habe einen Begleiter. Was zur Hölle, was? Kampfspuren. Der Trolley Riese hat sie gejagt. Sie sind zu den Höhlen gerannt. Trolleyfix. Yeah. Wir können direkt einem Troll-Hinweis folgen. Yeah. So muss das doch. Ich kann nicht gucken, ey. Dass mir dann wieder gesagt wird, das Tor, also die Tür ist zu. Ja, nee, ist klar. Den Weg hätte ich mir sparen können. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Ja, das habe ich anhand der Karte gesehen. Oder an der Karte. Hier. Höhle. Höhle. Hä? Ich muss einen anderen Weg finden. Ach so, der ist hier hoch, der gute Junge. Der Riese wollte rein. Hat dann anscheinend aufgegeben. Ja, weil er hier nicht durch kann. Ist hier entlang. Aha. Hätte mich auch schwer gewundert, wenn er da durchgekommen wäre. Inventar.
Wir schmeißen Katze an. Das muss sein. Sonst können wir es gleich vergessen mit hier durch. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Wir und das Genick brechen. Jiha! Was ist denn das? Armbrust. Deine Mobilität unter Wasser ist eingeschränkt. Wende die Armbrust, um dich zu verteidigen. Hä? Weswegen bin ich überlastet? Wer oder was hat mich überlastet? So. Zuerst mal euch hier. Ihr seid Harpien. Sirenen sehen ein bisschen anders aus und nerven nicht so. Vor allem bald nicht mehr. Bin ich jetzt von da oben runter gejumpt? Bist du hier mitgekommen? Bist du des Wahnsinns? Wenn nicht das, du bist doch kein Hexer. Ich frage mich manchmal, was die da so überlegen. Schwarze Puppe. Was sind das für Puppen, ey? Inventar. Den lege ich ab. Der gibt sowieso keine Kohle. Und dann haben wir noch ein bisschen Platz für anderes Zeug. Weißt du, wie groß die Höhle ist zur Hölle? Wie soll ich... Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Thorsten. Wie soll ich hier denn den richtigen Weg finden zur Hölle? Habt ihr eigentlich einen vollen Dachschaden oder so? Irgendwie habt ihr einen Dachschaden, alle zusammen. Und zwar einen großen, aber irgendwie... Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Der Rest der Mannschaft ist weiter. Wie viele mögen da noch übrig gewesen sein? Nicht mehr viele, denke ich mal. Hjalmar hat hier viele Männer verloren. Arvid an Tordaroch. Er wollte unbedingt mit uns kommen. Der gibt noch Hintergrundinfos. Auch nicht schlecht. Was gibt's denn hier noch so zu finden? Auf jeden Fall ganz nice. Die Höhle ist so geil gemacht. Ich schmeiß dir ein bisschen rum. Hab ja gerade nichts anderes zu tun. Ich glaube, da hoch muss ich nicht. Gift ist hier. Wollt ihr mich ganz veräppeln? Aber komm, wir machen das Harpienrudel hier mal einfach mal dem Erdboden gleich. Aha. Ihr wollt alle zusammen sterben als Harpien. Tja, das könnt ihr haben. Meine Wenigkeit wird mit euch allen fertig. Ha! Mit Gwen geblockt und direkt alle gekillt. Wunderbar. Einfach mal ein bisschen raiden hier. Das muss ihr Baum sein, wo sie hausen, die Harpien. Oh, rohes Fleisch, okay. Hier hoch. Aber ich würde sagen, wie es denn weitergeht, werden wir im nächsten Part erfahren. Wenn es wieder heißt, The Witcher 3 Wild Hunt. Tadalö.